Sieh nur! Ist sie nicht... Sie, okay. Ein großes Baby? Wie war? Sie kann nicht mal fliegen. Ich fürchte, es ist nicht genug Platz im Nest. Glaubst du, du könntest sie mit einem Granatenei treffen? Wie kaltherzig! Ja, finde ich auch. Willkommen zurück. Okay. Ich mag Züge. Ich nicht. Du nicht. Verpiss dich. Nein, Spaß. So, dann geht's los. Nein, nein, das hatten wir schon mal. Okay. Hexoland wollen wir. Hat mich beim ersten Mal ein bisschen verwirrt, weil ich da natürlich erstmal nicht an Hexoland an sich gedacht habe, sondern an diese Schlucht. Achso. Weil jetzt, sie sagen ja, reden ja sogar von den hohen Klippen, genau. Fahren die hohen Klippen und da habe ich halt nicht direkt an Hexoland gedacht, sondern an hohe Klippe. Ja gut. Ja. Ja gut. So, der Mumbo hier, der hat ja schon sein Global Willkommen vor einigen Parts. Ja, schon vor vielen, vielen Parts, ne? Ja. Vor der, nicht Rusty Bucket Bay, Jolly Rogers Lagune. Jolly Rogers Lagune, genau. So, den müssen wir jetzt kurz herholen, weil wie wir wissen, ist dieses Kind ja krank. Deswegen konnte es ja auch nicht selber zum Zug laufen, weil jeder weiß, ein Kind kann nicht mehr laufen, wenn es krank ist. Richtig. Ja, so ist es mit kranken Kindern. Die können nicht mehr laufen, wenn sie krank sind. Ich kann, also meine Mutter musste mich auch mit 14 noch zum Arzt tragen. Stimmt. Weil ich kann nicht laufen, wenn ich krank bin. Nee, das ist so ist es. So ist es, Leute. Ja, wir wollen Mumbus Hilfe. Ja, so ist es. Was war denn bis jetzt so deine längste Zugreise? Meine eigentlich einzige Zugreise war die zu Gamescom. Tatsächlich. Ich bin dann vorher noch nie wirklich mit dem Zug gefahren, vor allem nicht alleine. Als ob. Aber du bist doch mal mit der Schule gefahren oder so. Nie. Ihr seid nie irgendwo zum Ausflug hingefahren. Aber mit dem Bussen. Also echt? Ihr habt jedes Mal einen Bus dafür gehabt, das ist aber Luxus. Ja. Wir mussten so oft Zug fahren. Ein oder zwei Klassen dann, ja. Also das Einzige, wo ich dann noch im Zug mal saß, war dann im Urlaub in die Türkei 2011, war das ja. Naja. Danach nicht mehr. Also, wie gesagt, Gamescom war die erste wirklich große Fahrt, die über eine Stunde ging. Ja, gut. Ich lebe halt auch im Dorf, weißt du, man kommt nicht so oft irgendwo hin. Das ist halt einfach so. So, das Dino-Kind ist wieder gesund. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich schon relativ häufig mit Zug. Bei uns, so oft wie wir mit der Schule mal nach München oder sowas reingefahren sind, immer Zug. Mhm. Bei euch immer Zug. Bei euch heißt immer, Zug, ne? Zug. Zug. Nicht Zug, Zug. Aber ihr sprecht ja auch CH als aus, anderes Thema. Eben. Aber Zug sage ich nicht, nein, ich sag Zug. Nee. Na gut. Train Station, mein Freund. Nein. Ich sehe nichts. Geile Kamera. Zugstation. Aua. Vor lauter Kamera. Jetzt geht doch. Vor lauter Kamera habe ich gefehlt. Vor lauter Kamera, ich fail. Ich fail. Du musst es. Allah, ich fail. So, jetzt geht's zurück in die Welt, natürlich mit dem Zug. Ist ja auch chillig. Ja, chili vanillig. Ja, leider ist ja im Hex Park ist ja leider sogar an der Zugstation, dass man keine Lebensmittel mitnehmen darf. Ja, also dementsprechend. Mal alles gedacht. Ja. Na, außer ja diesen Eingang. Das ist natürlich absichtlich gemacht, klar, weil sonst jetzt keine Möglichkeit gegeben. Aber ja. Überall kannst du es nicht. Du kannst es nicht in den Ausgang zur Klunkerkluftlinie. Ja, klar. Sowieso nicht. Und dann, wie gesagt, halt dann der Zug auch nicht, natürlich. Am Bahnhof generell ist es nicht erlaubt, damit man sich auch nicht da irgendwie durchglitschen kann oder sowas. Ja. Wäre auch theoretisch möglich, bestimmt. Bestimmt ja. Gibt's im alten Banjo-Tooie irgendeinen Glitch, wie man das auch schon früher schaffen kann. Da wette ich fast drauf. Weil die Hacker immer irgendwas finden. Ja, bestimmt, ja. Aber ist denn Speedrun zu Banjo-Tooie oder Kazooie? Ich habe immer, also Banjo-Kazooie habe ich schon öfter. Ja, Banjo-Kazooie habe ich schon öfter gesehen. Banjo-Tooie, wenn ich ehrlich bin, noch nie. Müsste man eigentlich mal gucken. Würde mich mal interessieren, wie schnell das durchgespielt werden kann.
Ja, ich muss jetzt den ganzen Weg nach Hause laufen. Ja, bla. Aber jetzt bist du auch gesund, auch wenn du immer noch ein bisschen grünlich aussiehst, mein Freund. Ja, gut, ne? Wie kann ich dir danken? Bitte nimm dieses Ding an. Ich fand es, als ich auf einen dieser Unga-Bungas trat. Na gut. Wir haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ist da noch ein Puzzler für uns drin? Nein. Auch gut. Ja, okay. Fragen kann man ja, oder? Ja. Kostet ja nichts. Oh, recht hat sie ja. Ja, recht, ne? Ist halt eine Frage. Jetzt steht da ein blauer Chinjo. Vorher war da noch ein weißer. Ob der jetzt wohl echt ist, Fabi? Na, wir haben halt einmal die Welt verlassen. Dann endet das sich halt, gell? Ja, genau. Jedes Mal, wenn die Welt geladen wird, ist da eine andere Farbe. So, jetzt müssen wir noch zu dem letzten Ei. Jetzt lass mich gerade mal überlegen, wo war denn die Höhle hier, oder? War das nicht gleich die? Nein, Quatsch, die Höhle. Nee. Nein, das ist die gegenüber hier, die ist es. Ja. Das kann sein, ja? Ja, das ist sie. Das ist sie. Ja. Da kommen wir jetzt nämlich wieder in diese andere Höhle da. Genau, und dann müssen wir hier rechts. Ah ja. Und dann sind wir auch wieder da. Es hätte auch noch einen anderen Zugang gegeben, aber es wäre vom Laufweg, glaube ich, mehr gewesen, wenn ich den anderen genommen hätte. Okay, das kann sein. Hier ist die Spalte auch schon. Ah ja. Und dann können wir uns fast schon wieder unser nächstes holen. Ja, cool. Diese Lücke ist aber fies, muss man sagen, wenn man es nicht weiß. So. Das müsste nämlich sein, das Eis müsste jetzt ein bisschen größer sein, oder? Obwohl, nee, sieht nicht so aus. Ah, nee, jetzt ist es nicht okay. Das ist eins mit der goldigen Kleinen. Oh, ist es nicht süß. Dann ist es jetzt das außen auf dem Felsen ist, weil das letzte, das übrig ist. Okay. Ist kann es nicht mehr, ja, anscheinend immer das letzte, glaube ich. Ja, kann auch sein. Annie. Das letzte hat sich wahrscheinlich irgendwie verletzt und kann nicht fliegen oder so. Weil man muss jetzt, da heißt es doch, man muss es ihm noch beibringen oder so. Auf jeden Fall, wir brauchen den Move, den wir, boah, lass mich nicht lügen, im letzten Part gelernt haben. Vorletzten Part. Den Rucksack-Move halt. So. Ja. Da unten. Oh ja. Alles gut. So, wir brauchen. Boah, was brauchen wir? Hä? Trennplatten. Trennplatten, wo waren die denn? Also in der Höhle. Gleich da an der Seite doch. Ja, oder so. Ich glaube, die soll man auch benutzen. Ja? Ja, ich glaube schon, weil das sind auf jeden Fall die nächsten. Die sind ja gleich hier rechts. Ja, gut, macht Sinn, ne? Alles andere okay, wäre ja, eigentlich stimmt. Ein Umweg. Das stimmt allerdings. Hui! Der Fabi. Kommen wir da überhaupt hoch mit Kazooie? Oh. Das ist, glaube ich, das Problem, was wir noch nicht lösen können, Henny. Das kann auch sein, ja. Gibt es hier in der Nähe Sprungschuhe? Ja, also die werden nichts helfen. Das ist jetzt die gute Frage. Ja, wenn, dann müsst Sprungschuhe geben, sonst kein Plan. Oder fliegen. Fliegen können wir auf jeden Fall mit Kazooie alleine an einer Stelle. Da können wir nämlich mit die Sprungschuhe auch so hoch. Deswegen hat er uns doch auch die Flugplatte freigeschalten. Das kann auch sein, ja, stimmt. Also hätten wir uns auch hier hinten drängen können, aber ist ja egal. Dann ist Banjo halt näher da dran. Ich glaube aber, die Flugplatte ist auch dazu da, um einfach Übersicht über das Level zu bekommen. So ein bisschen. Flugplatte. Ja. Nicht Sprungplatte. Aber habe ich Sprung gesagt? Ja. Oh. Ich glaube, wir müssen von der anderen Seite da erst hochgehen, weil... Da komme ich mit den Kazooie-Sprüngen irgendwie nicht hoch. So. Boah, Skill-Move. Nein, Spaß. Ja, halt, eben, als du Skill hättest, komm. Henny. Was denn? Also, ob du Skill hättest. Ich spiele ja auch nie. Obwohl, ich habe Zelda fast durch. Ja. Gut, das hat jetzt aber weniger mit Skill als mit Kartenlesen zu tun, das musst du zugeben. Die Krog-Rätsel zu bekommen sind teilweise echt nicht einfach. So 10, 15 Stück sind dabei, die haben es ordentlich in sich.
Das musste man zugeben, ja. Keine Ahnung. Ich meine, okay, 885 oder 75 oh, ist ich, auch. Fuck. Ich wollte gleich. Nicht so schwer. Ich wollte gleich hier den Schalter drücken. Aber das ist wahrscheinlich einfacher, wenn man Benjo dabei hat, oder? Denk mal, ja. Aber ich wollte flattern, ey. Voll fies, dass es nicht funktioniert hat. Probieren wir es nochmal. Dann fliegen wir halt erst dahinter und dann mache ich das halt dann mit Benjo, diesen Schalter. Weil da ist noch ein netter Chinjo gewesen. Ich habe eigentlich gemeint, wir hätten alles außer den Puzzleteilen, aber das ist, glaube ich, kein Minjo gewesen, der da eingesperrt ist. Nein, ist er auch nicht. Dann habe ich wohl die Chinjos übersehen, ob wir alle von der Welt haben. So. Haben wir nicht nachgeguckt, glaube ich. Sind die nicht bei der Gesamtübersicht angezeigt? Doch, nein, eigentlich schon. Ich nicht. Wir doch, haben wir haben vorher geguckt, wie viele Puzzleteile wir haben. Und haben so. Wir nicht gedacht, glaube ich. Einfach nur. Ich hab sogar noch gesagt, als wir geguckt haben, wir haben alles außer Puzzleteile. Also doch, ich habe geguckt, das weiß ich. Aber anscheinend habe ich mich verguckt. Dann stand da noch eine... Könntest du runterfliegen? Das wäre ganz schön nervig mit Kazooie. Siehst du diese Kamerawechsel, wenn man runterfliegen will? Ja. Oder ja. Stampfart, also einfach... Ich kann keine Stampfattacke mit nur Kazooie machen. Achso, das geht ja gar nicht, ne? Ja. So. Ja, komm, mach. Ich drück doch. Please, tu es. Danke. Irgendwie hat es auf den Knopfdruck nicht reagiert. Sieh nur! Ist sie nicht... Sie, okay. Ein großes Baby? Wie war? Sie kann nicht mal fliegen. Ich fürchte, es ist nicht genug Platz im Nest. Glaubst du, du könntest sie mit einem Granatenei treffen? Boah. Wie kaltherzig! Ja, finde ich auch. War nur ein Witz. Bring sie zu mir und ich arbeite ein Trainingsprogramm für sie aus. Dann schaue ich mal nach Benjo. Ja, ja. Aber es war halt früher wirklich so. Also, das früher. Ne? Ja, die in Tiere hat... Ist es halt so. Ja, ja, natürlich, genau. Aber... Dennoch. Heutiger Sicht wäre das auch unmenschlich. Ja. Obwohl ich sicher ein paar Menschen gibt, die sowas trotzdem machen würden. Baby sterben lassen, weil sie schon ein Baby haben oder so. Oder weil das Baby zu hässlich ist, einfach das Baby irgendwo hinwerfen. Also Mülltonne oder sowas. Boah, ja, sowas hört man halt leider gibt's auch bestimmt. Immer. Gibt's bestimmt. Wie komme ich mit Benjo da hoch? Ich höre davon zum Glück nicht auf was. Hä, nee, also wie komme ich mit Benjo da hoch? Du hast doch einen hohen Sprung mit Benjo, ne? Und kann mich festhalten. Der müsste reichen. Ja, mit Benjo kann ich mich ja festhalten, mit Kazooie halt nicht. Ja. Ja, das reicht. Ja, Benjo, hoher Sprung ist übertrieben, aber ja. Ja, höherer Sprung. So. Oh, Alter, wie groß dieser Rucksack aussieht, wenn da was anderes als Kazooie drin ist. Ja, gut, ne? Ist halt auch. Aus allen Nähten. Ist halt auch vielleicht minimal dicker das Paket. Hau ab, Mann. Ja, eben. So. Springen wir über das leckere Gebilde hier. Ach, Fabi, da nugelst du doch gern mal was. Da ist so weißer Schleim an meinen Füßen. Ist das normal? Ja, ich glaub schon. Ja. Erstmal ablecken. Ich mag Züge immer noch. So, oben auf dem Berg. Da müssen wir auch. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir nur drei Teleporter bisher, Fabi? Vier Teleporter haben, Fabi? Ja. Ja, wir waren auch in einem Gebiet noch gar nicht. Ja, ich weiß. Ne? Genau, und zwar dahin, da haben wir vorhin vor Terrys Nest, also einem der vorigen Parts, ich glaube der vorletzte war es, ja. Bevor wir halt gegen Terry gekämpft haben, da haben wir halt eine Abzweigung nicht genommen. Da genau. Müssen wir noch hin. Schau dir mal den Größenunterschied an, Alter. Das ist das Letzte! Gott sei Dank, Kazooie kann keine Eier mehr sehen. Hier! Wie versprochen, die zweite Hälfte der Belohnung. Geil. Ja! Super Sache.
Gut. Eigentlich die dritte Hälfte, auch wenn das falsch klingt. Das dritte Drittel der Belohnung. Streng genommen sind es aber nur zwei, die man von ihm bekommt, aber ich wie gesagt, ich sag gerne drei dazu, weil das ist halt geschenkt. Können wir hier nicht irgendwo Ding machen, dass Kazooie dann hier hochkommt? Ich glaube schon, ne? Irgendwo hier ist doch so ein Feld. Da, wo wir uns draufstellen können und Kazooie hier laufen lassen können. War das nicht hier oben? Nein. Okay, naja, dann holen wir sie halt. Vor Mumbos Schädel war es, gell? Ja, das ist am nächsten. Ja, klar. Oh Gott. Ja, läuft. Wenn du Urlaub gemacht hast, wo hast du dann immer so, wie bist du da immer gefahren? Immer mit Familienauto oder Bus oder was? Also ganz früher, als ich halt eben 4 Jahre alt war, waren wir in Tunesien. Also meine ganze Familie damals noch, immer so 2-3 Wochen. Da sind wir mit dem Auto zum Flughafen gefahren und dann im Flugzeug halt, ne? Ja. Und von da aus dann halt eben Taxen, beziehungsweise wahrscheinlich vom Hotel irgendwas. Ein Bus oder sowas, ein Van vielleicht. Ja. Ne, sowas halt. Also Zug eigentlich nur bei der Türkei. 2011 und 2012 waren wir auch nochmal da. Okay. Und da seid ihr, dann hast du ja doch schon längere Zugfahrten gemacht, Henny. Jein, also das war halt nur innerhalb von Deutschland, also von Marburg. Also nur zum Flughafen oder wie? Zum Flughafen nach Frankfurt. Ja, okay, das ist dann nicht weit, wahrscheinlich. Nee, ist echt nicht so weit, deswegen, also. Pff, überleg gerade. Also längere Zugfahrten auf keinen Fall. Nie sagen länger, wir also, mal. 2 Stunden oder so. Ich wollte gerade sagen, längere Zugfahrten als 2 Stunden oder sowas. Ja, genau. Und dann halt bei der Gamescom, das war die erste, die über weit über 2 Stunden. Die waren genau fast 4 Stunden insgesamt. Echt? Weil so? Auch einige kommen. Ja, aber du hast doch bist doch gar nicht so weit weg. Nee, das Ding war, ich wollte ja. Ich habe halt eben ein Zugticket von meiner Stadt hier bis nach Köln gebucht. Bis nach Köln. Ich glaube sogar Hauptbahnhof. Oder was? Nee, es war Köln-Mühlheim, glaube ich. Mhm. Genau. Und, ja. Ja, aber gut. Eigentlich wollte ich erst zu Jonas, das ist das Problem. Aber dann hat sich herausgestellt, dass ich erstmal zu Michi fahre, weil wir ja Tims Geburtstag da feiern wollten, das weißt du ja noch. Ja. Yeah. Und war ich leider ja nicht dabei, aber ja, genau, ich weiß es. Leider, das stimmt aber. Naja, das war halt das Problem. Das kannst du mit dem Bombenei auch machen. Kann ich mit dem Bombenei machen? Müsstest du machen können, ja. Echt? Und das Ding war halt eben, diese Planänderung habe ich halt nicht eingeplant. Ich hätte schon bei Düsseldorf umsteigen können in Zug nach Wuppertal zu Michi. Und ja, das war halt das Ding. Weißt du, ich bin halt einfach nach Köln durchgefahren, aber überhaupt nicht nachgedacht. Ja. Und dann musste ich von Köln wieder zurück nach Düsseldorf und dann von Düsseldorf nochmal umsteigen nach Wuppertal. Dann ewig noch Bus fahren, oh Gott. So 5 Stunden ungefähr. Davon wahrscheinlich 4 Stunden zu. Mit ganz auf Umsteigen. Oh, auch schön. Das Ding war, als ich in Köln-Bonn. Köln-Hauptbahnhof war. Aua. Da war dann. Und ich zurück nach Düsseldorf fahren wollte, da war da ein Gleis gesperrt, weil. Daran erinnerst du dich vielleicht noch. Habe ich in die Gruppe damals gepostet. Mhm. Da war ein Gleis gesperrt, weil da irgendein Päckchen rumstand, was irgendwer vergessen hat. Da war dann Polizei Großeinsatz. Ich meine, was müsst ihr auch erwarten, ne? Halt kacke. Aber trotzdem, das war halt richtig ärgerlich. Und ich war so. Na, das reicht nicht bis da vorne. Ich hätte mir bestimmt 2 Stunden sparen können. Eigentlich. Nee. Ja, klar, bestimmt mit so einem Scheiß. Gut, aber dann ist es ja nicht reine Zugreise die Zeit gewesen, sondern halt auch viel Warterei. Ja, aber es waren im Rohschnitt so 3 bis 4 Stunden Zug. Okay. Ja. Ich glaube, es waren sogar mehr als 5 Stunden, also 6 Stunden sogar, glaube ich. Also es war echt lange. Da wäre wahrscheinlich eine Nintendo Switch praktisch gewesen. Ich glaube, die hätte das nicht überstanden, glaube ich. Da hätte ich ja noch ein portables Akku oder so mitnehmen müssen. Ja, aber sie hätte dir eine Zeit der Fahrt ein bisschen. Ich hatte, das war nicht das Problem. Und zwar, ich liebe es, bei Zugfahrten Musik zu hören. Ich habe mein Handy ein paar Tage vorher konfiguriert. Also die ganze Musik darauf nochmal neu gemacht. Erinnerst du dich mit dem Programm, was du mir mal empfohlen hast? Ja, MP3-Tag. MP3-Tag. Da habe ich die ganzen Lieder nochmal getaggt. Überarbeitet. halt neue so Alben hinzugefügt und sowas. Und generell mal mehr Musik runtergeladen. Und da habe ich halt eben, ich glaube, 85 Stunden Musik.
über dieses wunderschöne Thema Reisen werden wir im nächsten Part noch ein bisschen weiterreden. Achso, so kann ja, der Handy okay. gerne noch was über seine Texte erzählen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schreibt mal, wie oft ihr mit Zug und so unterwegs wart. Ja. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Part von Benjutui. Auf bald. Du kannst dich auch noch ausreden, du hast ein Ey. Und ciao. Tschüss. Tschüss.